Aus dem Hause Wie kann das? Möchten wir hier bei uns in der Ausstellung Korkboden verlegen. Ein Korkboden, der sehr robust, sehr haltbar ist, sehr pflegeleicht ist. In diesem Video soll es nämlich darum gehen. Bevor wir starten, müssen Sie unbedingt auf den Untergrund achten. Welligkeit, irgendwelche Buckel oder tiefen Stellen im Estrich müssen ausgeglichen werden. Da können Sie sich aber auch die Videos bei uns anschauen im Magazin. Sie legen unbedingt vorher noch eine PE-Folie aus, das machen wir auch gleich, und dann gehen wir in die Verlegung. Korkboden, Wie kann das? Als Klickvariante, hervorragende Qualität, sehr einfache Verarbeitung, das zeige ich Ihnen jetzt im Video. Die PE-Folie ist jetzt verarbeitet worden, liegt auf dem Boden. Jetzt brauchen Sie bei Wie kann das? Kork nicht noch zusätzlich eine Trittschalldämmung. Die ist hier als Korkschicht dahinter kaschiert. Also Sie haben hier schon eine Trittschalldämmung integriert. Jetzt nehmen Sie das Brett und legen Sie das als erste Reihe an. Und da sollten Sie Folgendes beachten. Die Abstände natürlich einhalten, wenn es Wände sind oder Gegenstände. Überall dort, wo Kork anecken könnte, halten Sie bitte so 10 mm Abstand. Heizungsrohre, alles was da ist, weil die Mittellage auf Holzbasis ist, eine Holzträgerplatte, die arbeitet durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Abnahme. Das heißt, es schrumpft und dehnt sich. Beide Verhältnisse müssen betrachtet werden. Einfach nur so vorab eine Information. Wichtig, wir verarbeiten, wie kann das, Kork von rechts nach links. Das heißt, wir legen jetzt in diese Richtung rein. Merkt man auch, wie die Klickverbindung, ausgefräst ist. Die zwei breiten Seiten in den Raum hinein, so wie Sie das hier auch am Brett sehen. Wir legen jetzt los und legen die erste Reihe. Die Stirnseite möchte ich Ihnen zeigen, die sollten Sie immer als erstes reinarbeiten. Das heißt, Sie haben hier eine wunderbare Klickverbindung. Achten Sie bei der ersten Reihe drauf, Sie nehmen das Brett so hoch und richten das aus. In der ersten Reihe ist es ganz besonders wichtig, dass dieser Bereich exakt in der Flucht ist. Der muss genau gerade ausgerichtet sein. Und solange wippen Sie auch, so wie ich Ihnen das zeige, bis Sie merken, die Stelle, jawohl, exakt ausgerichtet. Und dann legen Sie es runter, Sie merken das, es greift, können noch mal ein bisschen rüberziehen, das war's. Die Verbindung sitzt, das spürt man auch wunderbar mit den Fingern. Und auch hier, es ist absolut in der Flucht. Und so können Sie jetzt die Reihe Stück für Stück weiter verlegen. Am Ende der Reihe sehen Sie, jetzt haben wir so ein kleines Stück offen hier. Das möchte ich jetzt auch da reinschneiden. Da verwende ich wieder den altbewährten Trick. Das ist genau die Ausrichtung, wie es normalerweise jetzt rein muss. Jetzt nehme ich das Brett, drehe es um 180 Grad, lege es an, halte meinen 1 cm Abstand, ausgerichtet, markiere das und kann an dieser Stelle jetzt den Schnitt machen. Das ist total simpel. Womit macht man den Schnitt? Jetzt können Sie das ganz normal mit einer Stichsäge machen. Sie können mit einer Handkreissäge das machen oder wie wir das gleich machen, mit unserem Knacker. Das ist jetzt das abgeschnittene Brett von der ersten Reihe, ist übergeblieben. Dann noch ein kleiner Tipp, alles was kleiner wie 30 cm ist, bitte als Ausschuss weg. Sie sehen, das ist jetzt größer, es geht nämlich um Folgendes, dass diese zwei Abstände, die Kante, diese Kante und diese Kante, größer wie 30 cm ist, damit es eine schöne Grip hat und es ist, die Klickverbindung weit greift, sonst könnte die Gefahr bestehen, dass sich dort Fugen bilden. Wir machen jetzt die zweite Reihe, fangen wir an. Jetzt legen wir das erste Brett rein. Dann zeige ich Ihnen noch einen kleinen Trick mit der Stirnseite und Längsseite. Zuerst jetzt wieder an dieser Stelle erst die Stirnseite reinklicken und dann nehmen wir für die Längsseite den Schlagklotz.
Das war das Prinzip der Verlegung. Abstand einhalten, Untergrundfeuer prüfen, die Pakete, wenn sie gekommen sind, so mischen aus 2, 3 Pakete. Das sind so einfach ein paar Prinzipien, die Sie in der Verlegeanweisung auch mitbekommen. Bitte auch durchlesen. An dieser Stelle gebe ich Ihnen das nochmal mit. Nochmal in der zweiten Reihe, das, was Sie eben gesehen haben. Erst die Stirnseite, dann die Längsseite. Die Längsseite kriegen Sie mit so einem Schlagklotz hervorragend verarbeitet. Also nutzen Sie das, kaufen Sie sich so ein Ding auch. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Wir verlegen jetzt die Fläche. Wenn wir die ganze Fläche verlegt haben, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir auch die Ausstellung aufgebaut haben. Bis gleich. Die Korkbodenfläche haben wir hier verlegt von der Firma Wie kann das? Sie sehen jetzt ein Stück aus unserer Ausstellung. Kann ich Ihnen einfach so an die Hand geben und sagen, hier wird im Monat, werden hier hunderte von Füßen mit Straßendreck und alles durchlaufen und es wird der Korkboden aushalten. Korkboden, eine echte Alternative zum Teppich. Wenn Sie dort wirklich die Wünsche haben, sagen, ich möchte mal in Schlafräumen, Kinderräumen einen angenehmen, warmen Boden haben, dann ist Kork eine Alternative. Und Wie kann das? Hat eine so große Vielfalt an Dekore, an Oberflächen, an Produkteigenschaften, wirklich hervorragend und es ist mit die Spitzenreiter auf dem Markt. Wie kommt das? Wie kann das? Durch die Firma Amorim, das ist die Muttergesellschaft, besitzt gut 90% aller Korkbäume weltweit. Das heißt, die Baumrinde, Naturrinde kommt aus dem Hause, Wie kann das, Amorim? Und das werden Sie hier in diesem Produkt, in der Ausgereifter dieses Produkts eben feststellen. In diesem Video wollten wir eben diese Marke Ihnen etwas näher bringen und die Mut machen, dass Sie diesen Artikel kaufen können. Dieses Video sollte Ihnen nur so einen kleinen Einblick schon mal verschaffen, was diese ganze Korkwelt betrifft, Korkbodenwelt betrifft. Wie verhält sich das, wenn ich darauf gehe, warme Oberfläche oder was ist mit Haustieren, wie Sie es hier sehen. Wir wollen Ihnen gerne weitere Videos zur Verfügung stellen, viel mehr Themen machen, auch mit Korkbereich. Ich würde Sie bitten dazu, einfach das Feld unter dem Video zu nutzen, wo Sie einfach Fragen stellen können, wo Sie Kommentare abgeben können. Wir werten das aus, wir freuen uns über jeden Kommentar und werden daraus dann auch Handlungen vollziehen. Auf jeden Fall machen Ihnen den Kanal so interessant wie möglich, dass Sie viel mehr Themen zu Bodenbelege bekommen und auch Korkboden einsehen können bei uns. Sollten Sie das gefallen, die Arbeit, die wir tun, bewerten Sie uns mit Daumen hoch, abonnieren Sie uns. Darüber freuen wir uns sehr. Das macht uns Mut, weitere Videos wie dieses zu machen. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute.